So, es geht weiter mit Dun Siege 3. Moment, nein. Ach ja, komm, ach ja, das war ja alles mit Tastatur. Es ist total verwirrend, wenn man halt eher so die Steuerung von normalen Hack'n'Slay-Spielen gewohnt ist. Ja, wir sind zurück bei Dun Siege 3, ja, wie gesagt, wir stehen ja immer noch beim Kampf hier gegen, steht das hier sogar, wie die heißt, ja, wir werden das ja gleich sehen, wie die nochmal heißt, gegen diese eine, wir bekommen hier die ganze Zeit auch Gold, warum auch immer, gegen diese eine Frau der, die zwei Phasen, ich glaube es sind zwei Phasen, wir sind zumindest noch nicht weitergekommen als zur zweiten Phase, hatte beim Kampf und die, ja, mal sehen, ob wir das jetzt schaffen. Dieses Mädchen. Ja, das kennen wir ja. Hilfe! Die durchaus ziemlich viel Damage bekommt. Na, meine Begleiterin und das ist natürlich nicht so schön. Jetzt gerade nicht, aber die zweite Phase hat auch noch nicht begonnen. Mal hier gekrittet. So. Nee, nee, so nicht. Warte, so. Bumm. Na, Rajani heißt die, ja. Aber wie wir ja wissen, ist das nicht die einzige Phase, die sie hat, ja. Das geht ja noch, so einigermaßen. Heile ich mich eigentlich noch? Nee, heile ich mich nicht. Ich habe auch kein Mana mehr. Leider, leider. Sollte ich trotzdem nochmal heilen? Ja, jetzt habe ich auch wieder Mana. Irgendwie bekomme ich Mana, indem ich normale Angriffe mache, oder? War das ein Crit, den ich gemacht habe? Oder war das ein Crit, den sie gemacht hat an mir? Da weiß ich nicht. Hilfe, ich hab keine Ahnung mehr. Okay, mein Heilzauber hat aufgehört. Wir müssen ja mal ein bisschen hitten. Ja gut, zumindest kann ich jetzt einmal nochmal. Da sollte ich schnell rausgehen, weil das macht mir sogar in der Verteidigungshaltung Schaden. La la la. Oh yeah. So, nochmal schön heilen. Nee, hat er nicht angenommen. Jetzt hat er es angenommen. Wenn sie sich natürlich, wenn sie sich auf mich eher fixiert hier, die Bitch hier, dann kann zum Beispiel meine Begleiterin ganz gut angreifen und stirbt dann nicht in der nächsten Phase. Problem ist natürlich, dass die nächste Phase auch ein bisschen assi ist. Gleich wieder voll. Ich gehe mal wieder zu ihr hier hin. Nicht verarschen. Oh nein, ich habe Kuh gedrückt auszusehen. So.
sie nicht. Also mach hier. Zack, 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 zack. So leicht besiegt ihr mich nicht. Jetzt kommt die nächste Phase. Und hier habe ich ja das Problem, dass ich an diesen Kanten festhänge. Und dass meine Begleiterin hier durchaus Damage bekommt. Nein. Genau, man darf in diesen komischen Flächen nicht drin stehen, ne? So war das doch. Ja, dann, freu dich einen Keks. Ah, geh da raus. Guck mal da! Was steht hier da in dieser Fläche drin? Scheiße. Jetzt ist es passiert. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn gestorben? Da. Warte. Wenn diese Fläche dann mal weggehen würde. Lass uns weiterkämpfen, genau, so muss das sein. Ja, komm, 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 Tachi. Ist ja gleich schon wieder Game Over hier, ja, komm mal da. So, ne? Ich glaube, ich mach sie einfach mal alleine fertig. Na, Heilfähigkeit aktivieren. Alleine, wenn ich mich da nicht auf die eine da, auf meine Begleiterin da konzentrieren muss, dann geht das eigentlich ganz gut. Nein, Heilfähigkeit. Ich hoffe nur, dass das wirklich auch ihre letzte Phase ist. So, Heilfähigkeit aktivieren. Ja. So, ich muss sie hier noch ein paar Mal hitten. Ja, das war wirklich ihre letzte Phase. Supi. Alles klar, jetzt bin ich hier ein bisschen... Meine Hand ist ein bisschen am Sweaten. Alles klar. Gut. Erstmal jetzt bin ich dran, ne? Kreis der Heilung. Wir machen nochmal Blitzschlag hier. So, sie
Ja, was machen wir denn hier mal? So, Einfluss bekommen. Ja, Errungenschaft. Ah ja, genau, wir haben ja auch noch ein Achievement gemacht. Das ist bei Steam ja auch noch aufgeploppt. Ich weiß gar nicht, wie ich das in OBS eingestellt habe, ob der sehen können, dass man da Achievements bekommt oder nicht. Oh, das ist... Ah, Willenskraft geht da natürlich runter, ne? Wir machen das mal trotzdem. Nee, das ist doof, oder? Das ist doof. So, und bei ihr? Die hat irgendwie nichts Neues. Das ist ja doof. So, wie sieht's denn aus mit... Wie öffnet man nochmal? Wie war das nochmal? Nee. Ah ja, genau. C war das. Quests. Kampf um Rabenbach. Rettet Lazar. Genau, und er dann alles klar. So, zack. Die lebt auch wieder. Das ist gut. Und, ach, da vorne ist ja auch nochmal ein Safe. Und nehmen wir lieber den. Dann will ich hier nochmal kurz... uns den Savepunkt hier. Ja, es war so quasi unser erster Bossfight, so ein richtiger Bossfight hier in dem Spiel. Der hat es schon wirklich in sich gehabt. Ausschließen. Kann ich nicht. Ach so, hat vielleicht hier Hebel oder so. Ich danke euch. Ich habe den Aufruhr oben gehört. Diese Frau ist nicht tot. Ach so, haha, wir haben die gar nicht umgebracht. Die ist einfach nur verschwunden wahrscheinlich sogar. Rajani wurde besiegt, aber sie ist nicht tot. Nun, das werden wir bald ändern. Wie kann sie es wagen, mit einer Armee in Rabenbach einzumarschieren und die Söhne der Legion zu töten? Ich werde dafür sorgen, dass sie hängt. Ihr seid der einzige Gefangene hier? Rajani hat niemand anderen hier unten eingesperrt? Mittels kannst sie auf den Straßen? Nicht nötig. Meine Leute fürchten die Hexen. Sie sind die bösen Gestalten in jeder Gute-Nacht-Geschichte. Und die meisten dieser Geschichten sind wahr. Ihr seid Lazar Basili, der Bojar dieser Stadt? Bojar ist ein alter und biederer Titel. Lazar ist in Ordnung, vor allem für Freunde. Wir sollten wieder nach oben gehen. Richtig, bevor Rajani wieder aufwacht. Ja, gehen wir weiter. Sprechen mit Rajani, neues, was? Neues Missionsziel? Okay. Warte. Die Stadt gehört uns. Sie fliehen in die Wälder, völlig ohne Formation. Was ist mit Rajani? Ihr habt gesehen, wie sie kämpft. Sie kann Feuer heraufbeschwören und ihre Augen, sie sind wie meine. Wer seid ihr, Mädchen? Ihr seht wie jemand aus, den ich einst kannte. Ihr sprecht mit ihrer Stimme, aber diese Frau ist lange tot. Anjali ist eine von uns, ein Kind der Legion, wie ich. Mein Freund sagt die Wahrheit, Rajani. Wer immer ich eurer Meinung nach auch bin. Ihr habt Unrecht. Oder vielleicht seid ihr eine falsche Prophetin und wollt mich fehlleiten. Wenn ihr für die Legion kämpft, seid ihr ein Feind, nichts weiter.
Die Legion hat euch nichts getan. Meine Herrin hat mir von den Verbrechen der Legion erzählt. Sie hat euch bereits einmal besiegt und sie wird euch wieder besiegen. Jane Xander, die alte Feindin. 30 Jahre später und sie jagt die Legion noch immer. Warum sollte sie auch nicht? Ihr seid Verräter, Königsmeuchler, Mörder. Königsmeuchler, Mörder? Was meint sie? Alles Lügen, Geschichten, dass der alte König von der Legion ermordet wurde. So brachte Jane Cassinda unsere Leute gegen uns auf. Sie behauptete, dass die Legion ihren Eid gebrochen hätte und versuchte selbst an die Macht zu kommen. Es sind keine Lügen. Meine Herrin hat die Wahrheit gesprochen. Aber glaubt doch, was ihr wollt. Ich würde sie jetzt lieber töten. Wie können wir eine Bedrohung für euch darstellen? Wir wissen noch nicht einmal, wer ihr seid. Sie ist ein Arken! Ich weiß, das klingt verrückt, aber schaut sie euch doch an. Wie in den alten Legenden. Nur, dass sie real ist. Was erzählen diese Geschichten von den Arkern? Sie waren göttliche Gesandte. Vorboten der alten Götter. Man findet Bilder von ihnen in Büchern. Statuen in ihrer Gestalt sollen Glück bringen. Wir müssen entscheiden, was wir mit ihr machen. Irgendwelche Vorschläge? Sie hat eine wehrlose Stadt angegriffen und ermordete eure Freunde im Anwesen. Worüber diskutieren wir noch? Tötet sie und lasst Gerechtigkeit walten. Wartet. Hört ihr zu. Sie ist fehlgeleitet, verwirrt. Sie hat Angst vor uns. Sie zu töten wäre keine Gerechtigkeit. Sie hat sich ergeben. Warum lassen wir sie nicht einfach frei? Zeigen wir Jane Cassinda, dass die Legion noch immer Ehre hat. Warte mal. Freilassen, sterben, einsperren. Wenn wir sie freilassen, ich weiß ja nicht, dann stellt sie sich vielleicht wieder gegen uns. Aber ich glaube, wir versuchen das mal, sie freizulassen. Kann sehr interessant werden. Rajani, ihr seid frei und dürft gehen. Wir sind nicht eure Feinde. Waren es nie. Ihr seid verrückt. Jetzt wird meine Herrin über eure Stärke Bescheid wissen. Das nächste Mal schickt sie mehr von uns, um gegen euch anzutreten. Aber wenn es das ist, was ihr wollt, dann gehe ich. Ich stimme diesem Frauenzimmer zu. Ihr seid verrückt, alle beide. Vollkommen durchgedreht. Nein, wir haben einen Samen gepflanzt. Jetzt warten wir und sehen, wie er wächst. Kommt, wir sollten zum Versammlungshaus zurückkehren und unsere nächsten Schritte besprechen. Es sei denn, ihr habt hier noch etwas zu schaffen. Naja, ich habe ja alle Nebenquests so scheinbar zumindest schon gemacht. Das heißt also, ich habe eigentlich nichts mehr, was ich hier irgendwie noch tun kann. Außer Sachen kaufen, aber ich glaube eher nicht. Nein, wir gehen. Ich bin bereit. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Der Macht der 10. Legion hatte selbst die Arken Rajani nichts entgegenzusetzen. Jane Cassindas Leutnant war besiegt. Die Herrschaft ihrer Söldner über Ruckenwald gebrochen. In vergangenen Zeiten fiel das Urteil der Legion barmherzig und fair aus. Und so habt ihr entschieden, ihr Leben zu schonen. Wer kann schon sagen, wie sich unerwartete Barmherzigkeit auf das Herz eines Feindes auswirkt? Während sich das Volk von Rabenbach wieder erholte, bereiteten wir uns auf unseren nächsten Schachzug vor. Unsere alte Feindin war stärker denn je und sie plante noch immer unseren Untergang. Das Ruckenwahl-Versammlungshaus diente nicht als Zufluchtsstätte, sondern als perfekter Ort, um uns auf das vorzubereiten, was kommen würde. Martin hat mir erzählt, dass Jane Cassinda dahinter steckt. Sie hat schnell gehandelt. Was heißt, dass sie nervös ist? Rajani wurde durch lauter verwobene Lügen über die Legion manipuliert. Als Zeichen unseres guten Willens werden wir sie freilassen. Vielleicht können wir Jane überzeugen, dass sie auf einem Irrweg ist. Ihr seid ein Idealist, Martin.
Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass unsere Feinde Ehre haben. Zumindest nicht Jayne Cassinda. Warum ist Jayne Cassinda so versessen darauf, uns zu töten? Diese Frau ist ein Rätsel. War sie schon immer. Soweit wir wissen, wurde sie von der Kirche der Azoniten großgezogen. Vielleicht ist sie eine Waise oder der Bastard eines reichen Mannes. Sie muss 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein, als der alte König starb. Sie lief durch die Straßen von Bisselberg und behauptete, die Legion hätte ihn umgebracht. Da war gerade... Ich glaube zumindest, dass das eben gerade ein Wink zu Dungeon Siege 2 war, weil in Dungeon Siege 2 waren die Azoniten ja auch präsent. Zumindest als man da in dieser komischen, war das eine Wüstenumgebung, zumindest in dieser Umgebung da war. Da waren ja auch die Azoniten. Interessant, dass man hier zumindest noch ein bisschen auf die Lore, so auf die Quasi-Lore von Dungeon Siege da zurückkommt. Wobei, gut, ob Dungeon Siege jetzt wirklich so eine riesengroße Lore hat, ist, wage ich zu bezweifeln. Die Spielereihe ist ja im Endeffekt tot, also da wird nichts mehr kommen. Und war etwas Wahres an dem, was sie behauptete? Nein. Mein Vater wäre niemals für die Legion gestorben, wenn er Janes Lügen Glauben geschenkt hätte. Aber einige Legionäre haben es wohl geglaubt. Bohemund von St. Ellis, Garin Marcel, bedeutende Männer. Sie haben sich von der Legion distanziert. Sie haben einfach zugesehen, wie der Rest von uns gejagt und getötet wurde. Wir sind einfach zu wenige. Können wir irgendwo noch mehr Männer und Frauen mit Legionsblut finden? Vielleicht sind noch ein paar übrig, aber nicht genug, um eine Armee aufzustellen. Aber wenn wir bekannt geben, dass die Legion zurück ist, können wir vielleicht Janes Feinde gegen sie vereinen. Wir sollten als erstes das große Versammlungshaus zurückerobern. Das alte Hauptquartier der Legion in Stonebridge. Dann ist das Versammlungshaus in Stonebridge anders als die anderen? Es ist größer und majestätischer. Es wurde in unserem goldenen Zeitalter gebaut, nachdem die Helden die Zweck vernichtet hatten. Wir erobern das Versammlungshaus zurück und hängen unsere Banner auf. Die Leute sollen erfahren, dass die Legion zurück ist. Ich bin in Stonebridge aufgewachsen und ich bin mir nicht sicher, ob sie die Legion mit offenen Armen willkommen heißen werden. Sie werden sich nicht freuen, aber sie werden es auch nicht wagen, uns davon zu jagen. Vor 30 Jahren haben sie die Legion verraten und sie schämen sich bis heute dafür. Sie werden uns in Ruhe lassen und sei es nur aus schlechtem Gewissen. Habt ihr Neuigkeiten aus Stonebridge gehört? Soweit wir wissen, ist die Stadt noch in Sicherheit. Sie haben ihre mechanische Armee, die sie schützt. Und es besteht keine Gefahr, dass Stonebridge sich Jayne anschließt. Aber ihr seid ja gebildet und wisst das sicher besser als wir. Aber wie kommen wir nach Stonebridge? Stonebridge liegt in Richtung Südwesten, auf der anderen Seite des Sumpfes. Lazars Leute haben die Brücke repariert. Die Straße sollte also wieder zugänglich sein. Martin und ich werden vorerst hier bleiben. Wir helfen den Leuten hier beim Wiederaufbau. Wir stehen in ihrer Schuld. Sie haben viel durchgemacht, um uns zu decken. Das ist natürlich eine gute Frage, ob ich mit der Dimensionspassage dahin reisen kann. Wenn es hier ein Dimensionsportal gibt, muss es auch eines in Stonebridge geben. Es gibt dort eins, aber es ist geschlossen. Mount Baron hatte angeordnet, die meisten zu schließen, damit Jayne Cassinda sie nicht gegen uns verwenden konnte. Ein Dimensionsportal kann nur von außen geöffnet werden und das nur von einigen wenigen Privilegierten. Ja, von uns natürlich. Warum soll ich allein gehen? Wir könnten alle zusammen gehen. Das Kind der Weisheit hat dich aus einem bestimmten Grund auserwählt. Du sollst die Führung übernehmen, nicht Martin und auch nicht ich. Also gut, ich reise Richtung Süden nach Stonebridge. Jayne Cassinda kontrolliert fast das ganze Land zwischen hier und Stonebridge. Ihre Soldaten tragen die Kluft der Kirche der Azoniten. Geht ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg. Sucht nach dem Dimensionsportal, wenn ihr im Versammlungshaus seid. Wenn ihr es öffnet, könnt ihr den Rest von uns nachholen. Ihr seid die Vorhut der Legion. In euch liegen all unsere Hoffnungen. Alles klar, wir haben eine neue Quest. Ich guck mal kurz, ob wir da noch irgendwie Nebenquests bekommen haben. Nein, wir müssen jetzt weiterreisen. Also quasi so ein
zweiter Akt oder so, der jetzt kommt. Hier ist ja eher nicht so alles in Akten unterteilt, sondern eher in Quests. Nicht so wie in den ersten und zweiten Teil, da war es eher in Akte. Da gab es natürlich auch Quests, also Nebenquests, aber die Hauptquests waren in Akte unterteilt. So, natürlich gehe ich nicht alleine, weil ich habe ja hier meine Begleiterin natürlich noch am Start. Ja, das ist ja klar. Hä? Sie hänge ich jetzt in der... So. Und wir werden jetzt... da hingehen, wo wir hingehen sollen. Guck nur mal kurz. Ich habe immer so dieses Gefühl, dass... Nein, jetzt ist nichts umgestellt. Auf dem Weg nach Stonebridge, wie ich gehört habe, bevor ihr aufbrecht, möchte ich etwas mit euch besprechen, wenn ihr einverstanden seid. Durch die Besetzung der Lescanzi wurden die Vorräte der Stadt aufgebraucht. Wenn wir sie nicht wieder aufstocken können, übersteht Rabenbach den Winter nicht. Ich weiß, dass die Legion bereits eine Menge für uns getan hat, aber ich fürchte, ich muss euch noch einmal um Hilfe bitten. Ich nehme an, ihr habt einen Plan? So ist es. Rabenbach wird in diesen Zeiten nur von wenigen Reisenden besucht, aber ich glaube, die Gruft der Helden könnte wieder Pilger aus ganz Eb anziehen, so wie es einst der Fall war. Mit den Pilgern würden auch die Händler kommen und die Stadt könnte ihre Vorratslager vor dem Winter wieder auffüllen. Erzählt mir von dieser Gruft der Helden. In der Gruft der Helden wurden die Helden der Sekkriege beigesetzt. Sie wurde als heilige Stätte angesehen und von Scharen von Pilgern besucht. Nachdem die Gruft versiegelt wurde, kamen keine Pilger mehr. Ich glaube, wenn wir sie wieder öffnen, können wir Rabenbach erneut zu Wohlstand verhelfen. Warum wurde eine heilige Stätte wie diese überhaupt versiegelt? Ich bin mir nicht vollkommen sicher. Es geschah kurz vor der Niederlage der Legion. Warum benötigt ihr die Hilfe der Legion? Die Pforten des Monuments sind durch Legionsmagie versiegelt. Sie sind immun gegen Gegenmagie oder physische Zerstörung. Sie können nur durch die Siegelringe der Legionärsfamilien geöffnet werden, die ihren Bau in Auftrag gegeben haben. Die Montbarons und die Gundericks. Ihr habt also bereits beide Siegelringe gefunden. Die Gruft müsste sich jetzt für euch öffnen. Soll ich es machen? Ja. Ich werde tun, was ich kann. Großartig. Sucht nach den zwei großen Statuen außerhalb des Monuments. Ich hole Grigori. Wir brauchen einen Schreiber, um dieses historische Ereignis zu dokumentieren. Ich denke mal, das wird nicht so das Problem sein. So, Quest, das ist wahrscheinlich nur eine Nebenquest. Genau. Wir sollen die Gruft öffnen. Nehmen wir mal an, da ist nicht so unbedingt Gegner in der Gruft drin, aber es könnte natürlich sein, dass wir davor noch auf Gegner treffen. Mal kurz, wie das mit der Uhrzeit aussieht. Ja gut, dann würde ich sagen, wir werden jetzt hier erstmal Schluss machen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und werden erstmal die eine Nebenquest noch machen mit der Gruft. Das wird wahrscheinlich nicht so ewig dauern und dann machen wir weiter und gehen zu diesem Special-Versammlungshaus da, wo, was wir ja zurückerobern sollen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.